Der Finaltrumpf im australischen Brisbane im Jahr 2015 ist für das Tennisass Roger Federer ein ganz besonderer. Für den Schweizer ist es der insgesamt 1000. Sieg auf der ATP-Tour. Vor ihm hatten dieses Kunststück nur Jimmy Connors und Ivan Lendl geschafft. 2017 wird die Elbphilharmonie, Hamburgs neues Wahrzeichen, feierlich mit einem Konzert eröffnet. Lange Zeit hatte das Projekt für unrühmliche Schlagzeilen gesorgt, denn der Bau hätte eigentlich schon 7 Jahre früher, im Jahr 2010, fertiggestellt werden sollen. Darüber hinaus werden die ursprünglich geplanten Projektkosten um mehr als das Zehnfache überschritten. Und das geschah in Österreich. In der Nacht auf den 11. Jänner 2014 werden mitten in Wien Ottakring 2 Männer in einem Auto mit einem Revolver und einer Handgranate ermordet. Hinter der unfassbaren Tat steht Betrügerei im großen Stil. Die beiden Opfer, der 45-jährige Transportunternehmer Slatko N. und der 57-jährige Horst W., hatten mit dem Mörder, den 35-jährigen Christian H., zuvor gute Geschäfte mit dem illegalen Import von Diesel gemacht. Insgesamt wurden mehr als 1,5 Millionen Liter des Treibstoffes angeschafft. Durch Tricksereien umging man die Mineralölsteuer in Höhe von mehr als 600.000 Euro. Abgewickelt wurden die dubiosen Geschäfte über eine Scheinfirma, die zuvor von Horst W. gegründet worden war. Anders als ursprünglich vereinbart, macht dieser nach der begangenen Steuerhinterziehung jedoch keinerlei Anstalten unterzutauchen, weshalb sein Komplize Christian H. zunehmend nervös wird. Er vermutet, Horst W. könnte bei einer behördlichen Befragung die Hintermänner preisgeben. Zudem kommt es unter den 3 Männern zu Streitereien um die Aufteilung des Gewinns. Schließlich beschließt Christian H., seine beiden Komplizen zu beseitigen und schreitet zur Tat. Unter einem Vorwand lockt er Slatko N. und Horst W. in die Odoaker-Gasse, er setzt sich zu den beiden ins Auto und erschießt Slatko N. aus nächster Nähe mit einem Revolver. Als die Schusswaffe klemmt, zückt er eine Handgranate, rollt sie unter den Sitz von Horst W. und verlässt schlagartig das Fahrzeug. Horst W. überlebt die Explosion, stirbt aber wenig später auf dem Weg ins Spital. Im November 2014 beginnt der Prozess gegen Christian H. sowie gegen seine Schwester und einen weiteren Mittäter, die ihm bei der Tat behilflich gewesen waren. Auch Christian H.'s Vater, der die Handgranate illegal von Kroatien nach Wien gebracht hatte, wird angeklagt. Christian H. fasst als Haupttäter schließlich eine Strafe von 20 Jahren aus.